Beim erstmaligen Schauen von dem lang erwarteten Avengers Infinity War ist mir besonders eine Sache sehr stark aufgefallen. Und zwar wären das alle Szenen, die in den Trailern zu Infinity War gezeigt wurden, die jedoch nicht im Film auftauchten. Deshalb bekommt ihr heute auch von mir alle Szenen, die aus Avengers Infinity War rausgeschnitten bzw. gelöscht wurden. Und wenn euch solche Videos gefallen sollten, die sich mit dem Marvel Cinematic Universe beschäftigen, vergesst auf keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren, denn hier bekommt ihr alles mit, was sich gerade im MCU abspielen sollte. Aber fangen wir doch jetzt mit der ersten Szene an, die entfernt wurde. Viel Spaß. Fangen wir doch mit der Szene an, die wohl auch am frühesten im Film auftreten sollte. Und zwar wäre das diese Szene, in dem Tony Stark und Doctor Strange zum ersten Mal Ebony Maw und Black Dwarf gegenüberstehen. Dort sehen wir nämlich Tony Stark, wie er eben gerade dabei ist, seine Brille auszuziehen. Aber im Film war die Szene eben so, dass Tony Stark die Brille ausgezogen hat und während er eben dies getan hat, hat sich eben der Nanosuit um seinen Körper gehüllt. Das wäre auch die einzige Szene, die mir selbst auch aufgefallen ist, die sich in New York abgespielt hat und auch geändert wurde. Jetzt kommen wir aber zu einer Szene, die komplett gelöscht wurde, anstatt nur geändert. Und zwar wären das ein paar Szenen, die sich auf Thors Reise abgespielt haben, die nochmal separat im Film abgelaufen ist. Im Trailer gab es nämlich eine kleine Szene von ihm, in dem er kurz aufgeschaut hat und bereit gesagt hat. Die war nicht im Film enthalten, als auch noch eine etwas größere Szene, die im Trailer auch richtig geil dargestellt wurde. Und zwar wäre das diese, in dem Thor eben aufrecht steht mit seiner neuen Montur, man sein Cape in der Luft wehen sieht und er seinen neuen Hammer bzw. seine Axt in die Luft hält und dessen Kraft entfacht. Diese Szene wurde auch komplett aus dem Film rausgenommen, was ich ehrlich gesagt sehr schade finde. Jetzt kommen wir aber auch mal zu dem Part des Films, wo wirklich die meisten Szenen rausgeschnitten wurden, geändert wurden oder komplett fake waren. Und zwar spielen diese sich alle in Wakanda ab, wo die große Schlacht ablief. Da hatten wir natürlich erstmals die Szene von Black Widow und Bruce Banner, wo er neben dem Hulkbuster Arm steht, was wahrscheinlich für einen persönlichen Moment für die beiden gedacht war. Diese war leider nicht im Film zu sehen und da hat man sich anscheinend entschieden, das Ganze auch nochmal rauszuschneiden. Da hätten wir noch eine Szene mit Bruce Banner, Black Widow und War Machine, wie sie eben in die Luft schauen, wahrscheinlich gerade als die Schiffe von Thanos auf dem Schild von Wakanda gelandet sind und explodiert sind. Da hätten wir noch eine Szene im Palast, in dem Cap eben sein neues Schild bekommt, wie er es sozusagen nochmal ganz kurz ausprobiert und es entfaltet. Diese Szene war auch nicht im Film zu sehen. Dann geht es auch schon weiter zum Schlachtfeld, wo alle langsam dann mit den Schiffen bzw. mit diesen Autos, mit der ganzen Armee zum Rande des Schiffes fahren, um sich eben aufzustellen. Und eben auf diesen Schiffen gab es eine Szene mit Cap und Black Panther, wie sie eben auf dem Gefährt stehen, ganz vorne. Und dann gab es nochmal kurz einen Shot von Black Widow, wie sie zur Seite schaut. Das war auch nicht im Film enthalten. Dazu wurde im Trailer auch noch die Szene von Bruce Banner im Hulkbuster gezeigt, wo er sich sozusagen aufrichtet. Und diese Szene wurde auch einfach geändert, denn die Szene, wo er sich aufrichtet, ist da passiert, als Bruce mit dem Hulkbuster angefangen hat, zum ersten Mal mit ihm rumzurennen und er dann eben auf die Fresse gefallen ist und sich dann wieder aufgerichtet hat. Hier ist halt eben nur der Unterschied, dass er im Trailer in dieser Szene einfach noch komplett clean und sauber war und eben im Original, also im Endprodukt, im Film war komplett dreckig und mit Matsch bzw. Dreck bedeckt. Apropos Hulkbuster, eine Szene, die auch vom Film entfernt wurde und auch nur in den Trailern gezeigt wurde, wäre einfach die Szene, in dem Bruce kurz mit dem Hulkbuster fliegt und dann auch auf dem Boden ganz holprig gerade so landet. Als dann auch wirklich alle im Kampf waren, gab es nochmal eine kleine Szene mit Cap. Im Trailer, wo er kurz gegen einer der Outrider von Thanos gekämpft hat, hatte er keine Schilde an seinen Armen, sondern hat er wirklich nur mit seinen Fäusten gekämpft und so war das natürlich im Film nicht. Und die allerletzte Szene, die es in Wakanda gab, die man weggeschnitten hat, beziehungsweise die komplett fake war, war einfach einer der krassesten Szenen, die im Trailer gezeigt wurden, und zwar, indem man Black Panther, Cap, Black Widow, Bucky, War Machine und Hulk sieht, mit der ganzen Armee hinter ihnen und wie sie auf die Kamera zustürmen. Die Szene war auch leider komplett fake. Vor allem, da Hulk wirklich außer am Anfang kurz überhaupt nicht im Film enthalten war. Und das wären wirklich schon alle Szenen zu Wakanda, wo halt wirklich das meiste anscheinend rausgeschnitten wurde, von dem wir auch wissen. Und jetzt gibt es wirklich nur noch ein paar Szenen von einer Person, die wir abklappern müssen, damit wir alle nicht enthaltenen Szenen aus den Trailern abgeklappert haben. Und zwar wäre das der Grund für diesen ganzen Film Thanos. Hätten wir einmal diesen Satz, den Thanos im Trailer ablässt. Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face.
was so viel heißt wie: Spaß ist nicht etwas, das man berücksichtigt, wenn man das Universum ins Gleichgewicht bringt. Also auch wahrscheinlich nur ein kleiner Satz von Thanos, um einfach die allgemeine Stimmung im Trailer nochmal anzuheben. Das war jetzt zwar nur eine Audio, die rausgeschnitten wurde, aber ich hätte noch zwei Szenen, die geändert bzw. auch komplett rausgeschnitten wurden. Und zwar hätten wir da eine Szene, die ganz am Ende ablief, und zwar wo Cap gegen Thanos kämpfen sollte. Die beiden hatten ja eine kurze Auseinandersetzung, in dem Cap vergebungslos versucht hat, Thanos aufzuhalten. Und hier trat einfach eine kleine Änderung auf, um wahrscheinlich Spoiler zu vermeiden. Und zwar hatte er im Trailer nur zwei Infinity-Steine auf seinem Infinity-Gauntlet. Und im Endeffekt hatte er wirklich im Film 5 Steine zu diesem Zeitpunkt. Und die allerletzte Szene, die wirklich entfernt wurde, wäre die Szene, in der Thanos wahrscheinlich Tony Stark attackiert auf Titan. Diese kleine Szene wurde nämlich in den Trailern gezeigt und sollte sich wahrscheinlich auch in diesem großen Kampf auf Titan zwischen Spider-Man, Doctor Strange, Iron Man, Star-Lord und Thanos abspielen. Und ja, das wären wirklich alle gelöschte Szenen aus Avengers Infinity War. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich fand es einfach mal interessant, diese ganzen Szenen euch vorzustellen, um einfach mal zu sehen, was eigentlich gemacht wird, um Spoiler zu verhindern, beziehungsweise weil man sich auf einmal umentscheidet, den Film irgendwie kürzer zu machen und Handlungsstränge wegzulassen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass man viele Szenen rausgelassen hat. Meiner Meinung nach war das eine sehr schlechte Entscheidung, da der Film für mich zu gerusht wurde und man den Film einfach länger hätte machen sollen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über ein Abo, damit ihr auch keines dieser Videos mehr verpasst und ich euch dann auch auf dem Laufenden halten kann, was das MCU angeht. Das war's auf jeden Fall von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen und ich würde dann mal sagen, ciao.